Hallo Kinder, wisst ihr, welche Uhrzeit wir haben? Richtig, es ist Lego Jurassic Park Time! Herzlich willkommen zu LJPT. Wir haben Band 1 und Band 2 schon durch. Das heißt, jetzt kommt Band 3 und dann sind wir endlich in Lego Jurassic World angelangt und können Chris Pratt dann endlich die Hand schütteln. Na dann, es ist Zeit. Jetzt gehe ich hier rüber und springe in das Boot rein. Und die Story beginnt. Dr. Grant. Der Typ aus dem ersten Hier Teil. haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Wie schön für dich. Das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Aber leider müssen wir in 4 Wochen packen. Dr. Grant? Paul Kirby. Kirby Enterprises. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Wir waren fast auf jeder Abenteuertour, die man überhaupt buchen kann. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Wecken Sie mich, wenn wir da sind. Nicht identifiziertes Flugzeug im Anflug auf Isla Sorna. Sie fliegen in einen gesperrten Luftraum. Was für eine lange Flugreise. Genauso lang war die Flugreise nach Bulgarien. Aber ein Glück hatte ich mein Schmuseplüschtier, damit ich keine Angst habe, falls Turbulenzen auftreten könnten. So, ich laufe erstmal, um zu gucken, was ich hier überhaupt machen kann. Na? Vielleicht klappt's hier hinten. Und schon greifen mich Mistviecher an. Verdammt! Ja, geh doch weg! Ich glaube, hier muss ich den Charakter wechseln. Oh, du Arschloch! Ja, und was kann ich jetzt auslösen? Was denn? Irgendwas scheint mit der Steuerung nicht zu stimmen. Systemüberlastungen sind in Videospielen ganz normal. Allerdings, wenn es zu viele sind, dann wird's dann doch irgendwie nervig. So, nach der ganzen Aufregung erstmal ein bisschen Wände klettern. Ja, das sind wahre Turnübungen. So, und was mache ich erstmal hier oben? Ja, ich gucke mich ein bisschen um. Mal sehen, ich könnte hier mal die Hecke stutzen. Na, bringt das was? Na? Na, vielleicht hier, na? Na, bringt nichts. So ein Urwald hat ziemlich viele Blätter, das wäre nichts für mich. Ein Glück wohne ich in einem beheizten Haus mit Mini-Kühlschrank. Jep, das nennt man Teilzeitluxus. Das Klügste im Dschungel ist immer ein Messer mitzunehmen, falls Notfälle auftauchen, wie diese hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel durchtrenne ich jetzt die Liane. Muss ich die jetzt hochklettern? Ah, nee, zu viel Arbeit. So, das war's dann auch wieder mit LJPT. Zum Schluss wollte ich nochmal erwähnen, dass ich ab sofort 2 Videos pro Tag hochlade. Also nicht jeden Tag, aber wenn ich was hochlade, 2, weil es sonst zu viel Arbeit für mich ist. Ja, man sieht sich, meine Zuschauer.